Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne meine Jahresfavoriten vom letzten Jahr vorstellen. Wir haben ja jetzt knapp 3 Wochen schon das neue Jahr und ich habe jetzt mal so reflektiert und habe einige Produkte, die ich sehr, sehr oft letztes Jahr benutzt habe. Und das sind einfach Produkte, die liebe ich im Moment. Klar, man entdeckt natürlich immer wieder was Neues, aber im Moment liebe ich diese Produkte und benutze sie jeden Tag. Und deswegen, ja, möchte ich die euch heute vorstellen. Es sind sehr, sehr viele schöne Produkte bei und wir starten jetzt einfach mal mit dem Video. Viel Spaß! So, als allererstes möchte ich euch dieses Produkt hier vorstellen. Das ist ein Produkt für die Haare und ich finde, das ist eines der besten Haarprodukte, die ich kenne. Ich glaube, ich liebe dieses Produkt schon mindestens 2 oder 3 Jahre. Jedenfalls da, wo es rausgekommen ist, habe ich es sofort benutzt und seitdem kaufe ich mir das immer wieder nach. Das Produkt ist von GHD und ja, das heißt Advanced Split End Therapie. Das ist so eine Creme, die macht man sich ins feuchte Haar und glättet danach die Haare und hat so, ja, eigentlich sollten es 10 Haarwäschen sein, hat man eine richtig schöne Haarstruktur. Ich benutze es aber öfter als 10 Haarwäschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich das benutze, Leute, meine Haare, es ist so krass, wie sie aussehen. Also dieses Produkt repariert natürlich keine Spitzen. Das kann kein Produkt dieser Welt. Aber sie lässt die Haare jedenfalls sehr, sehr gesund aussehen. Und vor allem schützt auch vor Hitze. Also dieses Produkt ist absolut mein Favorit, auch in 2018 gewesen. Kommen wir nun zum nächsten Haarprodukt und zwar ist das dieses Teil. Das ist ein Lockenstab und glaubt mir, für mich der beste Lockenstab unter 30 Euro, glaube ich, den es überhaupt nur gibt. Ich habe alle meine Mädels damit schon angesteckt, also ich glaube, alle haben den mittlerweile. Der hat verschiedene Aufsätze. Ich benutze meistens, also auch heute, diesen größten Aufsatz hier. Man kann es ganz, ganz leicht tauschen. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil es noch ein bisschen warm ist. Man kann ihn auch auf 2 Stufen einstellen und für mich der beste Lockenstab, weil die Locken halten, halten und halten. Dazu kann ich euch jetzt auch schon mal einen nächsten Favorit sagen, weil um dass die Locken noch besser halten, habe ich mir folgendes Produkt bestellt. Und zwar ist es dieses simple Haarnetz hier. Das mache ich jetzt immer nachts auf meinen Kopf und wickele die Haare da so ein. Ja, und damit bleiben die Locken tagelang bestehen, wirklich. Diese Kombi aus den beiden Sachen ist mega, mega gut. Und ja, probiert es einfach mal aus. Bei meinen Mädels, die sind auch alle total begeistert. Da halten die Locken auch ewig, obwohl es vorher nie der Fall war. Also diese Kombination ist echt Gold wert. Als nächstes möchte ich euch das Puder vorstellen. Das ist das Airbrush Flawless Finish Puder von Charlotte Tilbury. Und für mich das beste Puder, was ich jemals besessen habe. Es macht die krasseste Babyhaut, die ihr euch nur vorstellen könnt. Und ja, es ist auch bald leer. Also ich muss mir neues kaufen. Ich habe die Farbe 2 Medium. Und ja, ich habe das im Sommer benutzt mit der Farbe und jetzt auch. Also es geht wirklich sehr, sehr gut beides zusammen. Also die Farbe passt bei mir irgendwie immer. Und ja, also wirklich, wenn ihr Babyhaut haben wollt, so auch einfach mal zum Auffrischen zwischendurch, ist es das beste Puder, was es überhaupt nur gibt auf dieser Welt, meiner Meinung nach. So, als nächstes kommt ein Konturenstift. Das ist einer von Kryolan. Und ich bin so begeistert von diesem Stick, dass ich euch den unbedingt mit ins Video packen musste. Und zwar sieht der so aus. Und ich finde es ziemlich schwer, einen richtigen Konturenstift zu finden, der nicht glänzt, der sehr, sehr matt ist, der eine perfekte Farbe hat, es darf nicht zu rötlich sein und aber auch nicht zu braun und der keine Flecken macht und der den ganzen Tag hält. Und das ist dieser Stick, der hat alles in einem, alles das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, hat der. Kryolan ist ja eine Theater-Make-up-Firma, sage ich jetzt mal, also eigentlich für Theater. Mittlerweile nehmen das auch immer mehr Leute für den Alltag, weil es einfach so genial ist. Ich liebe die Produkte von Kryolan und dieser Stick ist wirklich, ich liebe den. Also ja, ich habe den heute auch drauf, habe mich damit konturiert und bin total begeistert davon. Also das ist auf jeden Fall auch ein ziemlich großer Favorit von mir. Ein weiterer Favorit von mir in 2018 war dieser kleine Stift hier. Der ist von AOC oder A
Oka, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein Anti-Pickel-Abdeckstift mit Tonerde, antibakteriell. Leute, der Stift ist so krass. Erstens, er deckt halt ab, was mega gut ist. Und zweitens, er lässt die Pickel quasi über Nacht verschwinden. Also es ist ganz, ganz krass. Meine Freundin hatte mir von dem erzählt und ich dachte mal so, ja, komm so. Dann habe ich den überall gesucht und ich glaube, leider, er wird aus dem Sortiment genommen. Aber ich habe ihn online noch gefunden. Ich kann euch den hier nochmal verlinken. Ansonsten schaut mal, ob ihr den vielleicht bei DM oder so. Aber ich habe den eigentlich bis jetzt bei gar keinem DM mehr gefunden. Hatte auch extra immer gefragt. Aber der Stift ist so krass. Ich mache den nachts, wenn ich einen Pickel bekomme. Ich hatte hier gestern zum Beispiel, gestern Abend, ich habe so fett diesen Stift raufgeklatscht. Aber richtig, richtig fett. Richtig eingerieben. Und heute sieht der schon viel, viel besser aus, der Pickel. Also es ist wirklich ein Wunder über Nacht und auch am besten immer raufschmieren. Wie gesagt, es deckt halt gleichzeitig ab, was super ist. Und ich hoffe für euch, ihr findet diesen Stift noch, weil der ist wirklich grandios. So, dann möchte ich euch diese beiden Produkte zeigen. Und das ist ungefähr jede zweite Nachricht bei Instagram. Welchen Selbstbräuner benutzt du? Warum bist du immer so schön braun? Und ich glaube, jemand, der meine Videos schon lange schaut, kennt auch dieses Produkt hier zumindest. Das sind meine Selbstbräunungstropfen von Clarence. Ich liebe sie über alles. Ich bin quasi süchtig danach. Ich bin offiziell der größte Fan von diesem Produkt, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, weil man macht diese Tropfen einfach in seine Nachtcreme oder Tagescreme, je nachdem, wie man es gerne hätte. Und wird im Laufe des Tages richtig schön braun, aber ganz natürlich braun, ohne Flecken. Einfach ganz, ganz toll. Und dazu wollte ich euch auch nochmal sagen, als nächstes Video werde ich auf jeden Fall ein Video hochladen für meine Selbstbräunungsroutine. Da könnt ihr dann mal genau sehen, wie ich das alles anwende und so weiter und so fort. Auf jeden Fall zurück zum Produkt. Ich benutze den Selbstbräuner am allerliebsten mit der Tagescreme von Hello Body, Coco Day. Wenn ich das nachts drauf mache, dann auch mit der Nachtcreme von Hello Body, weil das ist so eine ganz seidige Creme und damit hat man null Flecken. Ich wollte euch auch nochmal sagen, dass ich die Selbstbräunungstropfen für den Körper, fürs Gesicht benutze, weil ich irgendwie finde, dass die Bräune dann noch ein bisschen stärker ist. Also wenn ihr zum Beispiel ein sehr, sehr blasser Typ seid, dann könnt ihr auch gerne die Tropfen nur fürs Gesicht benutzen. Aber wie gesagt, wenn ihr es ein bisschen intensiver haben wollt, dann am besten die für den Körper. Die sind einfach, also für mich sind sie perfekt, weil ich ja immer so ein bisschen dunkler sein will. Als nächstes kommen wir zu meinen zwei Lieblingsdüften, die ich 2018 hoch und runter getragen habe. Wirklich hoch und runter. Und zwar ist es einmal das hier. Das ist meine zweite Flasche schon. Ich habe die erste Flasche innerhalb von 4 Wochen aufgebraucht, was wirklich sehr krass ist. Und zwar ist es von Zadig und Voltaire. Und es riecht göttlich. Leute, ihr müsst es raussprühen und ein bisschen warten. Und glaubt mir, ihr werdet so oft angesprochen, welches Parfüm ihr tragt. Das ist Wahnsinn. Also das war auf jeden Fall ein super Favorit von mir. Ein weiterer Favorit 2018 war das Roberto Cavalli Paradiso Parfüm. Das ist auch so, so heftig lecker. Und ich finde, das geht immer, immer, immer. Und immer, wenn ich das draufgemacht habe, haben meine Jungs gesagt, boah, das ist eine Waffe, das ist eine Waffe. Und Leute, ich glaube, eine Waffe in Männersprache heißt Endlevel, besser geht's nicht. Und auch richtig, richtig lecker. Das habe ich dann so meistens drauf gemacht beim Feiern oder so, weil es ist einfach krass. Es zieht auch so einen Duft mit sich. Kennt ihr das so? Parfüms, die ganze Zeit, wo jeder weiß, ah, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Und ja, ich musste hier in meinem Handy-Display gucken, ob ich noch scharf bin. Ja, und das ist auf jeden Fall richtig, richtig eine Waffe. Das ist eine Waffe. So, dann möchte ich euch noch mein Lieblingsbronzer 2018 vorstellen. Und zwar ist der von Guerlain. Das ist der hier, das ist dieses Terracotta Sun Trio. Die Farbe schreibe ich euch hier rein. Und zwar benutze ich aber immer nur die und die Farbe mit diesem Pinsel. Das ist der beste Pinsel dafür. Der ist auch von Guerlain, weil der ist so schön hart. Und das beides vermische ich dann immer und trage das hier auf. Und ganz oft trage ich auch einfach nur diesen Bronzer, weil das so eine schöne Farbe ist. Also ja, ihr seht es ja, wenn euch das gefällt, das ist auf jeden Fall der hier. Und der wird auch langsam schon leer, weil ich den so oft benutze, also eigentlich jeden Tag bei jedem Make-up. Und ja, der ist auf jeden Fall ganz, ganz toll.
Den kann man auch zum Beispiel sehr gut auftragen, wenn man einfach kurz mal rausgehen will und man fühlt sich so blass und so fad. Einfach so ein bisschen auf die Apfelbäckchen so hier so und dann siehst du schon richtig, richtig frisch aus und brauchst jetzt gar kein großes Make-up irgendwie. So, als nächstes wollte ich euch noch diese beiden Schätze hier vorstellen. Und zwar zuerst einmal den Prep and Prime von MAC. Das ist der für die Lippen. Und das ist so ein Wachsstift und Leute, wenn ihr matte Lippenstift tragt oder auch egal welche und ihr müsst es, also ihr wisst, ihr habt einen langen Bürotag oder habt viel mit Kunden zu tun und der muss halt lange sitzen, dann holt euch auf jeden Fall diese Lippenstift-Base. Es ist der Hammer. Erstens pflegt es richtig, richtig schön. Also ihr wisst, viele matte Lippenstifte trocknen einfach die Lippen aus und das wird damit vermieden. Und wie gesagt, der zweite Effekt ist, dass es ewig hält. Es ist wie so ein, ja, wie so ein Wachsstift. Und ja, liebe ich, mache ich unter jedem Lippenstift. Und dann wollte ich euch noch meinen Lieblings-Lip-Liner zeigen vom letzten Jahr. Der ist von NYX. Das ist die Farbe Trüffel, Nude Trüffel, genau. Verlinke ich euch auch. Ich verlinke euch übrigens alles, habe ich euch das schon gesagt? Nee, wa? Naja, jetzt wisst ihr's. Und genau, also schaut mal hier in die Infobox, da habe ich euch alles nochmal aufgelistet, ganz gut und fleißig. Und ja, das ist mein Lieblingslipliner. Der hat so einen ganz, ganz schönen Braunton. Nude Braun irgendwie, ganz, ganz toll. Und ich liebe halt irgendwie schon seit längerem diese Nude Brauntöne. Und finde ich auch, steht jeder Frau, jeder Haarfarbe, jeder Augenfarbe. Und der passt auch wirklich zu jedem Lippenstift. So, kommen wir auch schon zum allerletzten Jahresfavorit. Und zwar ist das das hier. Das ist die beste Investition meines Lebens, glaube ich. Und es hat alles abgelöst. Es hat jeden Pinsel abgelöst. Es hat jeden Beautyblender abgelöst. Ich kann auf dieses Ding einfach nicht mehr verzichten. Genau, so war das Wort. Und zwar ist es von Clarisonic die Make-up Brush. Ja, die Clarisonic ist ja eigentlich eine Bürste, eine Gesichtsreinigungsbürste, haben vielleicht viele von euch zu Hause. Dafür gibt es aber, wie gesagt, diesen Aufsatz. Das ist ein Make-up-Aufsatz. Das ist eine Make-up Brush. Ich habe mittlerweile zwei. Ich mache eine Bürste fürs ganze Make-up und die andere Bürste benutze ich fürs Konturieren. Ja, ich verblende damit alles. Vor allem, wenn ich konturiere, es gibt nichts Besseres, weil es so weich ist. Das kriegt man mit diversen Pinseln einfach gar nicht hin und auch nicht mit dem Beauty Blender. Deswegen, wenn ihr auch so Make-up-verrückt seid, kann ich euch das so krass ans Herz legen. Weil auch wenn ihr Anfänger seid, es ist ja Quatsch, nicht nur wenn ihr Make-up-verrückt seid, auch wenn ihr Anfänger seid, es ist das Allerbeste. Wer nichts arbeitet, das Make-up so schön ein wie diese Bürste. Es ist krass. Und ja, viele, wie gesagt, haben schon die Clarisonic zu Hause, dann bestellt euch einfach nur noch den Aufsatz. Ansonsten kann ich euch beides hier gerne auch nochmal verlinken. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende angelangt, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch ein paar Tipps und Tricks oder ein paar Produkte abschauen und habt genauso viel Freude daran wie ich. Und dann sehen wir uns jetzt im nächsten Video wieder. Und das wird dann meine Selbstbräunungsroutine werden. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ciao!